Grüne Wiesen, Sonne satt und Weinberge, soweit das Auge reicht. Man kann das Burgenland in Österreich durchaus als Paradies für Weinliebhaber bezeichnen. Auch wenn das ein überzeugendes Argument ist, ist das nicht der einzige Grund, warum uns unsere Reise in das kleine Bundesland unweit der ungarischen Grenze führt. Zusammen mit unserem Partner Next 125 sind wir in unserer Serie To Market We Go auf der Suche nach den besten Märkten der Welt. Das burgenländische Klima lässt die Erzeugnisse aus der Region bei idealen Bedingungen gedeihen. Für uns also die perfekte Voraussetzung, um dem Besten, was das Burgenland zu bieten hat, auf die Spur zu kommen. Unser Guide, die österreichische Bloggerin Melanie Zechmeister, auch bekannt als Das Mundwerk, wird uns zeigen, wo ich die frischesten Lebensmittel der Umgebung finde. Der Markt der Erde lockt dabei als erster Slowfood-Markt in Österreich Menschen von nah und fern an. Ich will wissen, was ihn und seine Produzenten so besonders macht. Auf geht's! Hallo Christian, herzlich willkommen bei uns im Burgenland. Freut mich, dich endlich kennenzulernen. Ich mich auch. Soll ich dich ein bisschen herumführen? Gerne. No. Melanie ist eine der erfolgreichsten Foodbloggerinnen Österreichs. Ihren Lebensstil und ihre Liebe zu regionalen Produkten spürt man nicht nur in ihrem Blog oder Kochbuch, sondern auch, wenn man ihr Heim betritt. Zusammen mit ihrem Mann hat sie vor einigen Jahren ein Weingut übernommen, das die kleine Familie nun mitten im Burgenland betreibt. Im Anbau des Hauses gibt Melanie Weinverkostungen und Kochkurse in einer kleinen Showküche. Ja, ich habe uns bereits eingeschenkt, unseren Welschriesling. Der ist sehr typisch für die Region, eher was Fruchtiges, Trockenes. Ja, lass uns den mal probieren. Prost. Ja, ist wirklich sehr lecker. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich wirklich so mit den Zutaten und der Region hier auseinanderzusetzen? Ich würde sagen, das wurde mir schon fast in die Wiege gelegt. Meine Großeltern hatten eine Dorfbäckerei, wir haben immer schon einen Obstgarten gehabt, einen Gemüsegarten. Ich bin dann nach Wien gegangen, um zu studieren und habe erst gesehen, wie wertvoll die Lebensmittel aus unserer Region waren, wie wichtig mir persönlich der Bezug zu den Produzenten ist und bin dann zurückgekommen und habe dann eben meinen Foodblog gestartet und die Workshops und habe mir einfach begonnen, mit wirklich intensiv mit den Produkten auseinanderzusetzen. Wir wollen ja auch zusammen kochen und zwar bei uns in Berlin in unserer Next 125 Küche und dafür brauchen wir natürlich auch noch wirklich regionale Zutaten. Da habe ich die perfekte Idee. Es gibt den Markt der Erde bei uns in der Nähe. Es ist der erste Slow Food Market Österreichs gewesen. Wirklich sehr zu empfehlen. Ich liebe es, dort durchzuschlendern. Sehr gut. Oh, das freut mich. Ja, dann würde ich sagen, trinken wir noch ein Schlückchen und dann gehen wir zum Markt. Genau, dann geht's los. Genau. Der Markt beginnt schon draußen mit vielen bunten Ständen, voll mit frischem, saisonalen Obst und Gemüse, soweit das Auge reicht. In der alten Scheune finden wir nicht nur eine hauseigene Kantine, sondern auch regionale Fischer, Metzger und Milchproduzenten mit eigenem vielfältigen Angebot. Wir benötigen Zutaten für unseren Krautstrudel mit Räuchertofu. Also heißt der erste Stop auf dem Markt Manufabas handgemachter Tofu. Aber wir machen Krautstrudel, der ist ja normalerweise gefüllt mit Speck. Wir werden aber eine Variante machen, die einfach vegetarisch ist. Und ich glaube, da passt einfach der geräucherte Tofu sehr, sehr gut dazu. Noch ein Stück? Ah, wir nehmen zwei. Zwei Stück sind super. Nehmen wir zwei. Dankeschön. Schau, da gibt es dann auch noch Chili mit Tofu gemacht. Mhm. Und die Tofu-Bolognese, die habe ich auch total gern. Die schmeckt super. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Wir lassen es uns schmecken. Dankeschön. Danke dir. Ciao, ciao. Man merkt schnell, dass vor allem die Menschen und Produzenten den Markt ausmachen. Sie alle leben die Slowfood-Bewegung, in der es um fair gehandelte, regionale und frische Lebensmittel geht. Hinter der Scheune haben sich vor allem Getränkehersteller positioniert. Das passt gut, um nach dem Einkauf einen naturtrüben Apfelsaft aus der Region zu probieren. Ich könnte den ganzen Tag hier bleiben, gerade auch, weil ich gesehen habe, wie viel Herzblut jeder Produzent oder jeder Marktsteller einfach auch in seine Produkte steckt. Ich werde, glaube ich, gleich mich mit der Monika treffen. Die wird mir noch ein bisschen was über den Markt erzählen. Und danach fahre ich noch zu den einzelnen Produzenten und kann denen noch mal über die Schulter schauen, wie die genau ihre Produkte herstellen. Ja, dann hast du noch was an. Vor. Ja, genau. Super, perfekt. Okay. Monika Lier ist die Betreiberin des Markts der Erde und stellt ihren eigenen Ziegenkäse her. Vor nun schon 6 Jahren schlug sie die Idee vor, einen Slowfood-Markt im Burgenland zu eröffnen. Ich treffe mich nun mit ihr, um zu verstehen, wie sie dazu kam, sich für Lebensmittel aus der Region einzusetzen. Du bist ja die Gründerin des Markts, auf dem wir gerade waren. Du hast ja sehr viel Herzblut da reingesteckt und auch sehr viel Arbeit. Was bedeutet dann genau für dich Slowfood-Markt? Also Slowfood ist ja eine weltweite Organisation.
in 160 Ländern. Es ist vor 10 Jahren dieses Konzept der Earth Markets herausgekommen. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade am Überlegen, einen Markt zu starten. Und da dachte ich mir, das passt gleich. Was Slow Food selbst betrifft, geht es hier um gute, saubere und faire Nahrung, Lebensmittel für alle Menschen. Und darum bemüht man sich weltweit. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Für mich als Koch ist es halt auch besonders wichtig, auf Regionalität zu achten und auch die Produzenten vor Ort zu unterstützen. Wie ist die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Standbetreibern, Produzenten? Grundsätzlich gibt es einen Kriterienkatalog, was die Produzenten genau zu erfüllen haben. Dann schaue ich mir die Höfe vor Ort an. Mhm. Ich kenne alle Produzenten natürlich persönlich. Und das ist eine total schöne Zusammenarbeit. Es sind Freundschaften daraus entstanden. Der Markt ist eine ganz harmonische Geschichte, wie du ja gesehen hast. Ja, Leidenschaft schweißt halt auch zusammen, auch gerade die Leidenschaft für gutes Essen. Ja. Was ist denn bei dir, wo du sagst auf dem Stand, da kann ich nicht dran vorbeilaufen, das muss ich jetzt mal probieren oder auch mir selber holen? Ganz wichtig ist mir mal das Grundnahrungsmittel schlechthin, Brot. Und das muss auch aus erstklassigem Bio-Getreide gemacht werden. Aber jetzt mal unter uns, nicht Ziegenkäse? Ich liebe Ziegenkäse über alles und freue mich, dass ich es jeden Tag zur Verfügung habe. Ja. Vielleicht können wir jetzt noch mal rübergehen und mal die Produzenten des Käses noch mal. Ja, das machen wir doch glatt, gerne. Über die Schulter schauen. Nach dem Besuch bei Monika mache ich mich auf den Weg zu Bernhard Rankel und seinen Wallner Spezialitäten. Aus Nüssen verschiedenster Reifestadien produziert Bernhard sowohl Liköre als auch Delikatessen, die er seit jeher selbst erntet. Mitten in einem dichten Walnusshain komme ich in den Genuss eines ganz besonders edlen Tropfens. Der Tag könnte nicht besser sein. Darf ich dir vorab ein kleines Schlückchen Walnusslikör einschenken? Hier trinken wir gleich den Walnusslikör aus dem Eichenfass, Jahrgang 2015. Okay, da bin ich sehr gespannt drauf. Das beste Stück. Und dann? Sehr zum Wohl, Christian. Das ist wirklich sehr gut. Was würdest du sagen, ist so dein Produkt, was dich besonders auszeichnet? Wir haben einerseits die Liköre, die Walnusslikörer und andererseits die Walnussdelikatessen. Würdest du sagen, dass die Leute aus der Region das sehr gerne essen? Ja, auf jeden Fall. Wobei, ich würde es jetzt nicht nur auf die Region einschränken, sondern eigentlich auf ganz Österreich oder letztlich auch Mitteleuropa. Das heißt, man hat in den letzten Jahren bzw. 20, 30 Jahren die Walnuss wieder als sehr gesundes Lebensmittel erkannt. Ja. Wird auch als Superfood bezeichnet. Insofern mögen das die Leute sehr gerne. Ich bin natürlich auch super interessiert, was ihr aus den noch nicht gereiften Walnüssen überhaupt herstellt und wie ihr das verarbeitet. Wir machen speziell zwei Produkte, wo wir relativ viel Menge grüner Walnüsse brauchen. Das ist einerseits eben der Walnusslikör, den kennen wir mittlerweile, und andererseits die schwarze Nüsse. Es ist natürlich auch die schwarze Nuss das aufwendigste Produkt im Sortiment, weil es vom Pflücken bis zum Verschließen des Glases 3,5 bis 4 Wochen dauert. Okay. Aber ich würde vorschlagen, wir kosten mal jetzt die schwarzen Nüsse. Also das wird hier so in dünne Scheiben aufgeschnitten, so dünn es eben geht. Und man sieht hier ganz, ganz schön die Nussstruktur. Mhm. Es ist bereits die Walnuss quasi drinnen, aber sehr weich. Und man isst von der Walnuss, von der weichen Walnuss, das Fruchtfleisch inklusive der Haut. Ja, ich glaube, das passt sehr gut. Bernhards schwarze Walnüsse ergänzen unseren Krautstrudel mit Räuchertofu und Kartoffelsoße durch ihre fruchtige Note. Als nächstes besuche ich die Produzenten von Manufaber. Ludwig, dem Biobauer auf seinen Sojafeldern, und Ulla in der Tofu-Manufaktur selbst. Ulla zeigt uns, wie sie hier voller Tatendrang die Sojabohnen zu frischem Tofu in verschiedenen Sorten verarbeitet. Und probieren will ich die natürlich auch. Also ich habe dir eine kleine Auswahl von Tofu hergelegt, den Räuchertofu, den du zwar eh schon kennst, aber kein Problem hast, den nochmal zu kosten, denke ich. Klar. Der liegt ja vorm Räuchern schon in einer Salzlake und darum hat er schon nicht nur den Rauch an sich, sondern er hat auch eine Würze. Er ist halt auch ein bisschen fester, also hat schon weniger Feuchtigkeit drin, deswegen lässt es sich dann auch besser verarbeiten, gerade auch beim Braten. Ja, was macht euren Tofu so speziell? Warum Tofu? Fangen wir gleich beim ganz Speziellen an. Es ist alles handgemacht und das macht einfach einen Riesenunterschied zu dem Tofu, den man so aus dem Supermarkt kennt, weil der ja in sehr großen Mengen beinahe schon industriell hergestellt wird.
Und da leidet die Qualität, wie bei allen Produkten, was in großen Mengen hergestellt wird, kann nicht mehr so auf die Qualität geachtet werden. Was meinen Tofu auch generell unterscheidet von dem Massenprodukt, ist die Konsistenz. Ich finde, Tofu ist nicht nur dafür da, Fleisch zu imitieren, sondern steht als großartiges Lebensmittel für sich und ist, wenn er in entsprechender Qualität vorhanden ist, für jede Zubereitungsart geeignet, also auch zum Rohessen. Ja, für mich als Koch ist das natürlich besonders spannend und natürlich nutze ich es auch nicht nur, um irgendwie ihn einzulegen, sondern das genauso, wie du so schön sagst, den halt auch pur zu essen und wirklich, muss ich sagen, gefällt mir das ganz gut, dass auch der Geschmack hervorgehoben wird. Mhm. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ich will dich jetzt auch nicht weiter abhalten von der Arbeit. Ich werde jetzt die Schüssel hier mitnehmen. Ja, ich hoffe, du kannst das gerne noch mehr haben. Okay, perfekt. Ich komme auf jeden Fall wieder. Der Tag neigt sich langsam dem Ende zu. Und wir lassen ihn nur allzu gerne in einer ganz besonderen Umgebung Revue passieren. Mit vollen Taschen an Produkten vom Markt mache ich mich auf den Weg, um mich in den malerischen Weinbergen wieder mit Melanie zu treffen. Und obwohl ich den ganzen Tag gegessen habe, lasse ich mir ein entspanntes Picknick zum Abschluss nicht entgehen. Bei diesem Ausblick auch verständlich, oder? Sag mal, sieht eine Jause bei dir immer so aus mit dem traumhaften Sonnenuntergang und in den Weinbergen? Ja, ich versuche so oft es geht, die Jause hier zu genießen. Was hat dir denn heute am besten auf den Markt gefallen? Was waren so deine Highlights? Ja, für mich sind eben die Highlights immer, wenn das Gemüse und das Obst reif ist, einfach zu sehen, was hat die Region jetzt genau in dem Moment zu bieten. Ich finde, das kann man immer sehr gut aufsaugen und das inspiriert mich immer so für neue Rezepte. Und wie war dein Tag? Ich war heute bei den Produzenten und konnte mir da nochmal bisschen anschauen, wie die arbeiten. Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie stellen die den Tofu her? Wie werden die Pflanzen groß? Das war wirklich sehr, sehr interessant. Und da dachte ich mir, für unser Rezept ist es einfach sehr, sehr schön, das mit zu verwenden. Ja, das hört sich stimmig an. Also ich freue mich sehr auf das Rezept, auf unser gemeinsames Kochen und auf den Tag in Berlin. Regionale Zutaten bedeuten nicht nur, die Produzenten zu unterstützen, sondern garantieren auch Frische und Geschmack. Gute und faire Lebensmittel, darauf kommt es an, wie Monika sagt. Und das Burgenland hat eine Fülle davon zu bieten. Ein bisschen davon nehme ich mit zurück nach Berlin, um zusammen mit Melanie regionale Lebensmittel in einen saftigen Krautstrudel zu verwandeln. Seid gespannt auf das Rezept in der nächsten Folge und vor allem bleibt immer auf der Suche nach dem perfekten Genuss.